heute, was sagt sie zu meinem neuen Freund? Leider ist er nicht lebendig, aber tatsächlich sehe ich jetzt seine lebendigen Artgenossen, und zwar im Zoo Nürnberg. Viel Spaß dabei. Gleich beim Zooeingang sehen wir die Giraffen beim Morgenmenü. Mahlzeit. Auch die Kängurus gehen es morgendlich beschaulich an. Schauen sich mal die ganze Sache an. Krunenmaki nennt man diese Lemuren. Mit den langen Schwänzen, den kann man sich so schön um den Hals ringeln. Der Nürnberger Zoo liegt übrigens richtig idyllisch im Wald. Findet ihr den Steinbock? Schaut mal genau. Na, ich helfe ein bisschen mit. Ganz weit oben. Naja, sind ja auch Gebirgstiere. Und hier ist der Rest der Familie. Nochmal Nachwuchs, aber diesmal nicht bei den Steinböcken, auch wenn es ganz ähnlich aussieht, sondern bei den Mähnenschafen. Die sind allerdings mit den Steinböcken verwandt. Wer wird denn? Aber hallo! Und hier ist der Grund für den Namen Mähnenschaf wohl sehr gut ersichtlich, oder? Ja, und wie praktisch, hier haben wir gleich drei Tiere in einem. Einen Hirsch, eine Ziege und eine Antilope. Wie das geht? Nun, diese Tiere heißen Hirschziegenantilopen. Hoppla, da hat sich doch glatt ein Legionär zu den Pinguinen gesellt. Genauer gesagt zu den Humboldt-Pinguinen. Und der Legionär ist ein Grau- oder Silberreiher. Hier kommt Futter und da gibt's dann Gedränge in der Pinguinenmenge. Ähnlich wie im Zoo Schönbrunn haben auch in Nürnberg Künstler, wie in Schönbrunn Gottfried Kumpf, Statuen von Tieren gegossen und gestaltet. Hier eine Pinguinfamilie, sogar mit Ei. Und auch die Robben haben Nachwuchs bekommen im Zoo in Nürnberg. Na klar, die großen Dicken bekommen wieder am meisten. Hier sehen wir übrigens den Unterschied. Die drei links sind Seelöwen, der rechts ist ein Seehund.
Diese Statue weist auf mein nächstes Tier hin, das ich euch zeige. Allerdings ist die Farbe der Bären nicht so wie auf der Statue. Ihr habt es sicher schon erraten, es sind die Eisbären. Und die sind natürlich weiß. Und zwar neben den Robben untergebracht, aber natürlich zur Sicherheit nicht im gleichen Gehege. Und hier kommt Nummer 3 des Eisbären-Trios. Die Przewalski-Pferde sind die Vorfahren unserer heutigen Hauspferde. Zebra und Gnu, was sagst denn du da dazu? Hoffentlich das Richtige, nämlich dass das keine Gnus sind, sondern Elenantilopen. Und auch der Vogelstrauß kommt aus dem Haus heraus. Schau mir in die Augen, Kleiner. Übrigens, wie man sieht, haben auch die Zebras Nachwuchs hier in Nürnberg. Und diese mächtigen Hörner gehören den Kaffernbüffeln. Auch dem Herrn Nashorn bitte Mahlzeit. Ja, und mit dem Büffel entfernt verwandt ist das tibetische Hochlandrind. Wir Dybowski-Hirsche, die an ihren weißen Flecken allerdings nur im Sommer erkennbar sind. Im Winter erfolgt ein Fellwechsel. Und auch hier gibt es Nachwuchs. Zoologiestunde. Was ist das für ein Kamel? Ein Dromedar oder ein Trampeltier? Kleiner Tipp. Zählt die Höcker. Nachwuchs gibt es in Nürnberg auch bei den Bisons. Und zwar, wenn man genau schaut, gleich dreifach. Alles Zebra oder was? Nun, die zuvor waren Böhm-Zebras, das sind die Grevi-Zebras. Und auch die haben Nachwuchs hier in Nürnberg. Nürnberg ist einer von ganz wenigen Zoos, der Schneeleoparden hat. Das heißt, hier nur einen eigentlich. Der Gepard in Nürnberg macht gerade Siesta. Hier haben wir den Luchsnachwuchs groß im Bild. Und schon ist er wieder mal unten. Und hier sitzt die Luchsmama. Auch der sibirische Tiger rührt bestenfalls ein Schwanzspitzel. In Nürnberg hat man übrigens keine afrikanischen, sondern asiatische Löwen. Ein Auge riskiert das Löwenmännchen. Die Lady an seiner Seite hat hingegen beide zu.
Und das wäre dann quasi der eherne, sprich eiserne Lions Rock. Die Löffler sind hier ganz munter unterwegs und ein Waldrapp sieht ihnen dabei zu. Die Frage zum Tag: Braucht ein Löffler zum Essen eine Gabel? Tja, für dieses Schabrackentapir hätte, glaube ich, ein Schwarz-Weiß-Video auch gereicht, oder? Na, in jedem Fall, es rührt kein Ohrwaschel, auf gut Wienerisch. Warum der Badgeier so heißt, kann man sich gut vorstellen, wenn man am Ende seines Schnabels genau hinschaut. Über 3 Meter Flügelspannweite bekommt dieser Vogel auf die Reihe. Der Andenkondor ist damit der größte flugfähige Vogel der Erde. Hol's doch der Geier! Auch Schneeeulen gibt es im Nürnberger Zoo. Was fressen Fischotter? Na Logo, Fisch. Oh, Herr Nilsson, dieser Eingang führt zum Klimawaldpfad und dabei wandert man auf Baumwipfelhöhe durch den Wald und sieht von oben, was unten am Waldboden so alles vorgeht. Vom Baumwipfelpfad gibt es auch einen Blick ins Eisbärgehege. So wie dieses Alpaka fühlt sich ein kleiner Stadtstreicher nach einem langen Zoobesuch müde. Und ich mache dann mal so wie er einen Abflug nach Hause.